Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge muss ich leider mit einem erstmal sozusagen Abstecken eines neuen Gebäudes anfangen, denn wir brauchen demnächst den Pyrolyseofen, um an Wutta, glaube ich, ranzukommen. Und mit dem Wutta wollen wir dann sozusagen TNT, glaube ich, herstellen. Und mit dem TNT können wir dann unsere nächsten Platten hinbekommen. So, ich habe mir hier schon ein bisschen was ausgesucht. Ich habe schon gesagt, es wird auf jeden Fall hier eine kleine Straße geben, dass man hier auch noch hin kann. Ja, wir haben ja ein bisschen Platz und da soll dann das neue Gebäude anfangen, und zwar die Kokerei. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, wir bauen die Kokerei. Das heißt, ich werde hier meinen Zaun anfangen. Ich tue meine ganzen Sachen mal schnell abstecken, dass ich schon mal weiß, was Sache ist. Es wird auf jeden Fall sozusagen so ein U-Gebäude geben. Also das heißt, so wird es entstehen. Das heißt, wir werden außen Pyrolyseöfen hinstellen. Und auch vielleicht ein bisschen Platz lassen für noch andere Sachen, wo man aufbauen muss. So, und ich habe auch schon mal das Pyrolyseöfchen offen. Und das Ding ist, die Dimensionen sind 5 mal 4 mal 5. So, das heißt, das ist ja der Zaun. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen auf jeden Fall Minimum 3 weg. Das heißt, es geht dann hier los. So, das heißt, das Gebäude fängt hier an. Dann heißt es für mich auf jeden Fall, ich brauche irgendwo einen Zugang. Das heißt, ich will rumlaufen können. Ich will aber vernünftig rumlaufen können. Das heißt, das wird jetzt mal ein Zweierweg. Das heißt, 5 in der Breite. Nee, in der Länge. Wide. 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4 in der Höhe. Also das müsste eigentlich ein kompletter Pyrolyseofen sein. Eigentlich. So, wir machen jetzt das gleich noch mehr. Wir machen jetzt das Ding gleich 7. Das heißt, ich habe jetzt dann hier, und du gehst auch größer. Das heißt 2, 4, 5. Ich habe dann hier drin meinen Pyrolyseofen, kann außen rumlaufen, dass ich an ge ganz gewisse Sachen gut rankomme, und habe da drin aber dann ja meinen Pyrolyseofen eventuell einfach nur versteckt. Vielleicht nach vorne, vielleicht lasse ich dann den hinten offen, dann wird es dann doch einen kleiner. Weil, ja, machen wir es gleich richtig, dass wir es auch richtig haben. So, dann hätte ich gesagt, dann haben wir schon mal den ersten. Der ist im ersten Chunk. Dann können wir hier zwei rumlaufen. So, dann machen wir auch gleich hier sozusagen 2, 4, 5 den zweiten. Ja, und ich bin jetzt gerade beim Überlegen, ob es nicht besser wäre, den ganzen Mist, was ich gerade erzählt habe, von hinten aufzuzäumen. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier ist die Wand. Gehe ich auch zwei weg. Zwei, vier, fünf, sechs. 4, 5, das wäre super, da wäre ich schon mal drin. Ja, ist natürlich jetzt dann totaler Bockmist. Das heißt, ich hätte jetzt keinen Zweierweg. Ja, okay, ich könnte halt hingehen und sagen, okay, ich mache so. Und baue das Ding so auf, dann hätte ich hier auf jeden Fall auch mein.
Nee. Da lasse ich meine erste Idee so, wie sie ist. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Bereich, wo ich das auf jeden Fall soweit machen kann. Ich bleibe jetzt mal schnell dabei 1, 2 und mache hier noch meinen Stein hin. Wenn ich jetzt das, ja, da hinten liegt mal wieder mein Stein rum. Wenn ich das jetzt so aufbaue, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 2, 4, 5, das heißt, das wäre so. Das heißt, ich hätte hier eigentlich schön richtig Platz. Heißt, ich hätte da drüben auch, ja, ich kann nur nachts schlafen, sehr schön. Ich habe genau in der Millisekunde zu früh wieder gedrückt, wie immer. So, dann habe ich jetzt dann sozusagen den da, dann mache ich jetzt 2, 4, 5 und ich gehe, ups, nein, dahin. So, 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt, der wäre eigentlich genau in der anderen Junk-Hälfte. Das ist. Ja, dann mache ich es anders. Das heißt, du wanderst jetzt einen rüber. Das heißt, ich habe hier hinten zwar nur einen Platz, oder ich mache das Gebäude dann doch ein bisschen anders. Nein, ich habe zwei Platz. Was rede ich denn für einen Schwachsinn? Ich habe sogar drei Platz. Ich könnte sogar noch einen rüberschieben. Mache ich auch. Dann ist das wirklich eine Reihe. So. Sind es 2, 4, 5. Kommst du daher? Ja, das ist auch jetzt das, was halt wichtig ist, dass wir die Maße von dem Gebäude sozusagen abstecken. Man darf ja nicht vergessen, da muss ja was rumgebaut werden. 2, 4, 5. Aber wir können trotzdem schon mal anfangen, zum Beispiel dann, darum will ich das ja auch haben wie ein U. Das heißt, bevor ich diese Pyrolyseöfen dann da reinstelle, kann ich noch, habe ich ja meinen Eingang sozusagen irgendwo hier hinten. Ja, zum Beispiel, ich komme jetzt dann hier rein. Da habe ich ja noch Platz und da kann ich zum Beispiel meine Coke-Öfen, die wo ich momentan irgendwo in der Kiste verramscht habe, auspacken und hier aufstellen. Das heißt, wir können die ganze Zeit jetzt dann schon Carbon-Sachen herstellen, dass wir halt dann unser richtiges Zeug haben. 2, 4, 5 und 6. Hervorragend. Ja, und jetzt könnte ich in 2, 2, ja, passt. 2, 4, 6, 7. Wäre jetzt ein bisschen doof. Ein Dreier-Eingang. Ja, wobei ich könnte auch einen kleinen Eingang machen. Ich könnte auch noch einen Einser machen. Oder ich könnte einen Dreier machen mit einem so ein Tor. So, und was jetzt halt dann wichtig wäre, wäre jetzt dann sozusagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4. 2, 4, 5 und du kommst dahin. Zwei, vier, fünf und du kommst dahin. Sehr schön. Also das heißt, dieser Bereich wäre schon mal ausgelegt.
nur ausgelegt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pyrolyseöfen. Aber dann muss ich natürlich noch mitrechnen, dass ich sage, okay, ich brauche noch einen Gang, ich muss ja da auch noch rein. Ja, das heißt, das wäre jetzt dann hier die Mauer. Dasselbe Spiel haben wir ja auch hier. So, das heißt 1, 2. Dann haben wir hier auch noch 1, 2. Ja, dann wäre das Gebäude ja jetzt auch schon mal sozusagen kalibriert. So, das heißt 2, 4, 6, 8, 9. Es ist halt für mich die Frage, brauchen wir in der Kokerei halt noch weitere Sachen? Eigentlich ja, es gibt ja diesen schnelleren Kohleofen, wenn man nur Kohle braucht, ohne das andere Gedöns. Wo waren das? Multiblocks. Das war, glaube ich, du bist es, glaube ich, ne? Du bist es, das High-Speed Charcoal, die Advanced Coke Oven Bricks. Nur wenn ich die halt mit ranbaue in dieses Gebäude. Ja, aber das ist halt jetzt auch ein Problem, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich kann, ne, da darf ich ja nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Coke-Öfen. Dann muss ich ja das auch lassen. Ich kann es vergessen. Wenn ich jetzt den ganzen Kladderadatsch so rüberziehe, ja, das könnte man schon machen, ne? Dass man sagt, okay, ich baue jetzt das halt genauso auf wie da drüben. Ne? Dass ich jetzt sage, okay, ich gehe davon aus, dass ich genau meine drei Blöcke vom Rand ausgehe. Da habe ich zwar jetzt da hinten weniger Platz für einen Weg. Ja, beziehungsweise will ich gar keinen Platz mehr haben, weil wie gesagt, dann zwei Jahre. Ja, okay. Doch, das gehen. Ja, also das heißt, ich hätte jetzt hier genau meinen Weg. Wenn ich den jetzt halt mit 3 ausmache, hätte ich gesagt, passt. 3. Und dann habe ich hier meinen Zaun. Bei 2. Ist es halt ein ganz kleiner Weg. Und ich habe die ganz kleinen Wege eigentlich nicht gemocht. Ich habe das da schon fast als klein angesehen. Beziehungsweise das hier. Und das Ding ist 1, 2, 3, 4, 5 breit. Genau. Wir machen das so, wie ich es, was mir gerade so einfällt. Ich lasse das einfach offen. Dass ich hier einen Eingang habe zu meinem Bereich für die Kohle. Ja? Also das heißt halt. Habe ich noch so G-Dinge dabei? Nee. Ja, das heißt, ich gehe jetzt dann von hier aus. Ne? Das heißt, ich muss mir schnell Holz holen. Schnell nach hinten ein bisschen Holz geholt, gehe hier rüber und kann dann hier in das Gebäude rein. Das ist natürlich intelligenter. Ja, da könnte ich das 1, 2, 3, 1, 2, 3 sogar mehr verstehen. Dann hätte ich dann 2, 4, 5 sogar ein bisschen mehr Garten. Na, Kokerei ist es total wichtig, dass man Garten hat. Nein, man braucht auch Grünfläche. Man möchte ja nicht ersticken. Ja. Kann man da Bäumchen hinstellen in der Kokerei. Brennen bestimmt auch nicht.
Wir bauen unsere Kohle selber an. Ja. Genau. Also das heißt jetzt, ich habe jetzt meinen Gebäudeeingang. Jetzt weiß ich auch, warum das so komisch ausgeschaut hat. Das ist zu lang. Also das heißt, ich habe jetzt hier meine Kokerei. Also das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Bereich, wo ich meinen Weg habe. So, dann geht es jetzt. Ah, ich muss aber auch so machen, ne? 5. Es muss ja im Raum bleiben. 2, 4, 5. Da muss ich schon jetzt dann mitdenken. Das heißt, ich kann jetzt hier rumlaufen, sehe hier eine Verkleidung, komme nach hinten und habe da meine offene Seite. Ich weiß jetzt halt nicht, ob Pyrolyseöfen sich auch die Wände teilen können. Wenn das halt so wäre, könnte ich die natürlich näher zusammenstellen. Genau, Pyrolyseöfen. Sehr schön. Wenn ich das lese, man braucht Tonnen von Bronze, Eisen und Stahl. Und Gott sei Dank will der kleine Drake nicht 7 Stück anbauen. Aber Bronze, Eisen und Stahl, das sind Sachen, die interessieren uns fast schon nicht mehr. Wie gesagt, dann kann ich ja eigentlich auch, wenn ich jetzt alles nach hinten verfrachte, also alles, was wichtig ist, das heißt, Maintenance Edge kommt dahin, dann habe ich Import-Export, wobei sehr gut, dass ich darüber mir noch Gedanken mache. Das heißt ja, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Hauptblock hier, habe jetzt da meinen Import, habe jetzt da meinen Export. Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen, dann habe ich meinen Maintenance. Dann habe ich meinen Fluid Export. Muss ich nochmal schauen. Heating Coils, bla bla bla. Maintenance Hatch, Muffler Hatch, okay, kommt klar, ist oben. Input Bus. Oh, der muss nach oben. Das heißt, ich habe hier komplett anders zu denken. Das heißt also, ich habe jetzt dann zum Beispiel hier mit Kisten zu arbeiten. Das heißt, hier steht eine Kiste und hier steht eine Kiste. Die gehen nach oben und werden dann oben integriert. Ich weiß halt nicht, ob man Pyrolyseöfen, ob die Min-Max haben. Steht halt nicht da. Das Lustige steht halt dort, es steht dort 60 Pyrolyseöfen Casings brauchst du Minimum. Ja, das heißt, ich habe auf jeden Fall hinten gehen die Flüssigkeiten mit raus. Oder rein. Man weiß es nicht. So, dann habe ich ja hier jetzt meine Verkleidung. Dann heißt es ja, ich kann auf jeden Fall da dran. Weiter aufbauen, so.
Das nächste Problem ist jetzt nur, ich kriege halt hier nur einen Ofen rein. Ja, okay, dann mache ich dann halt doch hier noch einen Weg, dass ich einen zweiten Weg nach hinten habe. Den mache ich hier. So 2, 4, 5. Das heißt, ich habe jetzt das da. Und 2, 4, 5. Dann habe ich den da. Da. Das heißt aber, ich hätte jetzt schon hier drei drin stehen. Ja, solche Gebäude erstmal ein bisschen durchzukalkulieren, ist dann doch ein bisschen anstrengender. Aber dieses Mal wollte ich es mit euch wirklich zusammen machen. Nicht, das heißt, ich mache alles offen mittlerweile. Wird zwar einigen bestimmt gefallen, einigen aber auch nicht. So, das heißt es dann, du kommst auch da und daher. Und bei dem da hinten ist es genauso. So. Dann hätte ich hier sogar meinen Zweierweg. Dann hätte ich hier mein Gebäude. So, 1, 2. Schaut richtig aus. Hätte sogar noch mehr Platz. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt da eine Verkleidung hin oder ich kann hier noch so einen Dreierofen reinstellen. Eigentlich ist es sogar, müsste ich sogar noch einen weiter rein. Na, ist egal. So, aber wenn ich jetzt dann sage, okay, dann hätte ich jetzt dann drei Pyrolyseöfen. Jetzt müssen wir erstmal schnell schauen. Wood Tar. Das ist das Zeug hier. So. Heißt den Pyrolyseöfen, das heißt, ich habe jetzt hier Rezepte. Genau. Ich habe auf jeden Fall einen Pyrolyseofen für Fermented Biomass. Das werde ich dann mir überlegen, ob ich den auch hier mit herbaue. Es sind 218 Rezepte, sehe ich gerade. Ist auf jeden Fall auch einiges, weil, wie gesagt, hier habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Redwood mit Steam reinmache, kriege ich Kohle, Gas und Charcoal raus. Also das wäre zum Beispiel jetzt schon mal eine Inkredenz. Aber das heißt, ich brauche auch Ein- und Ausgang. Schon mal gut zu wissen. Immer gut zu gucken, was man alles braucht. Also das wäre schon mal Ofen Nummer 1. Wie gesagt, vielleicht lege ich alles doppelt an. Wäre es auch sogar Ofen Nummer 2. Okay, da kann ich Lignite Coal zu Small Pile, zu Coal Tar machen. Okay, das wird Pyrolyseofen Nummer 2. Ich könnte Charcoal Dust aus Sugar herstellen und bekomme Wasser raus. Zweieinhalb. Genau, dann haben wir Creosote auf jeden Fall. Das ist Nummer 3. Oder Wood Tar, das ist Nummer 4. Dann haben wir noch Wood Vinegar, das wäre Nummer 5. Dann haben wir Wood Gas, das wäre Nummer 6. Wenn ich den Sugar jetzt noch mitrechne, wären es sogar schon Nummer 7. Sagen wir mal, es wären jetzt 6. Ich muss trotzdem komplett bis hinter gehen. Charcoal Byproducts, das wäre definitiv Nummer 7. Kann ich den anderen auch mitrechnen, wären es schon mal 8. Ich könnte Heavy Oil erzeugen aus
aus Holz. Das wäre Nummer 9. Und wäre dann auch gleich für mich 10 und 11. Weil dann heißt es, alles, was Pyrolyse ist, dann ist das sozusagen, ja, doch. Es ist die Kokerei, aber halt auch hauptsächlich Pyrolyse. Moderne Kokerei. Ich könnte Öl herstellen aus. Ach, Kerogen. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Nee, Heavy Oil ist einfach nur Holz zu Öl verarbeiten. Okay. Seleniumdioxid. Aus was? Aus. Das ist wieder so GT++ Zeug. Da bin ich mir nicht sicher, was das ist. Habe ich das gerade? Hot Spring Water. Und das hört sich halt so futuristisch an, dass das eher in das F-Tech-Gebäude kommt, als hier bleibt. Also das heißt, ich muss mir auf jeden Fall. Oh Gott. Das Gebäude wird auch klein. Ja, wobei, ich könnte es ja eigentlich anders machen. Idee. Das heißt, ich habe hier drei. Dann muss man einfach nur mal ein bisschen anders denken. Und zwar nicht nur zweidimensional, sondern mal dreidimensional. Das heißt, entweder wir gehen noch nach oben oder nach unten. Ja, ich muss jetzt sowieso runter, bin ich am Strom. Könnte ich natürlich auch hingehen und sagen, okay. Ich baue die drei oben auf und dann drei drunter. Mach dasselbe links und rechts, dann habe ich, ne, 12. Dann könnte ich dann da hinten was anders hinbauen, was ich noch gar nicht weiß, was man vielleicht noch brauchen könnte. Und könnte das Gebäude so breit machen, wie es ich brauche. Das heißt, komm, lass mich schlafen, danke. Das heißt, ich habe jetzt dann noch hier einen Weg. Genau, das heißt, ich habe jetzt dann hier noch meinen Weg. Dann heißt es, da kommt noch eine Mauer hin. Dann habe ich noch, dann kann ich nochmal ein oder zwei Platz lassen. Dann kann ich hier meine alten Tanks aufstellen. Das wären dann hier drei. Ja, das wird die dann so ausschauen. Könnt ihr dann da hinten zum Beispiel dann diese Charcoal-Teile aufbauen? Muss halt vielleicht noch gucken, was ich halt sonst noch brauche, dass ich da hinten auf jeden Fall noch einiges Platz lasse. Ja, vielleicht, dass ich sage, okay, Eingang kommt dann dahin. Das heißt, ich hätte sogar dann. Hier den Platz für meine Coke-Öfen. Wenn es zwei, könnt ihr dann sogar hingehen und sagen, okay, ich mache es anders. Ich habe jetzt hier drei. So, zack. Schon habe ich wieder ein paar Bausteine einstecken. So, und könnt ihr natürlich sagen, okay, jetzt ist das Gebäude halt weitaus breiter. Ja, wobei, stell dir mal so einfach so Sachen in den Raum. Mal gucken. Das heißt, ich habe jetzt hier Ding 3. Oh, die sind doch. Ich habe gesagt, ich möchte eine 2, das heißt eine Mauer, dann möchte ich einen frei.
Schaut auf jeden Fall schon mal. Ja. So, dann heißt es auch hier, ich habe hier Zweier Weg, Mauer. Einen frei. Genau, habe hier auch immer zwei frei. Ja, doch. Doch, kann man schon so lassen. Zwei, vier, das wären dann sechs. Das heißt, ich hätte genau meinen Weg dazwischen. Perfekt. Habe meine Zweier-Tür. Wie gesagt, kann vielleicht sogar sagen, okay, ich gehe noch ein wenig weiter rein. Das ist auf jeden Fall schon mal so der Bereich. Das heißt, wir brauchen auf jeden, also es müssen ja auf jeden Fall auch genügend Supertanks drunter. Wir brauchen eine Supertank-Produktion. Arme Prophet. Der fängt das Wein an, wenn ich zu dem sage, ich brauche jetzt 16 Supertanks. Und irgendwann brauchen wir auch die Supertank Stufe 2. Ja, weil der Hauptverteiler ja immer der größere dann wird. Okay. Also das wäre jetzt sozusagen für mich das Gelände. Also sozusagen der 2D-Umriss. Können wir ja nochmal von oben drauf gucken. Der ist dann hier. Das ist der 2D-Umriss von der Kokerei. Und wie gesagt, daneben habe ich hier schon im Kopf sozusagen das Steinwerk. Weil auch modern interpretiert für mich, weil es heißt, alles, was mit Stein zum Herstellen ist, wird dann da drin geschehen. Also es heißt, okay, dass man, ja doch, wobei es muss auch irgendwann mal die Möglichkeit geben, dass man Stein herstellen kann, ohne dass man alles erst wegklopfen muss. Also Steinherstellung, wobei, ja, ist total möglich. Also ich wüsste nicht. Ja, das heißt also, wenn es zum Beispiel das geht, dass man sagt, okay, ich möchte herstellen da drin Obsidian, Stein, Kabel, Sand, Kies, den Stein, auch geschnitten. Dann wird es auch ein bisschen größer, das Ding. Ach, ich bin ja froh, dass ich immer klein baue. So, das heißt, ich kann jetzt schnell nochmal nach hinten laufen und mir mal schauen, ob ich meine Koköfen finde. Weil wenn ich sie finde, kann ich sie gleich aufstellen. Es ist auf jeden Fall vom Gebäudestil her ein bisschen anders, weil normalerweise habe ich es immer andersrum gemacht, ne? Also normalerweise ist immer das Hauptgebäude vorne, wie hier. Und dann ziehen die anderen ein bisschen an der Seite entlang und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt geht das nach hinten und ja, ein bisschen so wie das hier. So, ich brauche jetzt bitte Coke. Ofen Brick. Da dampft es ja schon. So, schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Du bist 3x3x3, genau. Es wird jetzt dann auch schön werden. Das heißt, ich werde es dann von unten rauslaufen lassen. Ich glaube, wenn ich es von unten mache, brauche ich keinen Ventilator dran oder keine Pumpe. So, wir machen jetzt erstmal nur zwei pro Seite. Wenn ich den dritten auch, also die dritten auch noch hinstellen kann,
Super, wenn nicht, dann nicht. So, geht schneller. Hallo, ja. Ups. Jawohl, Kochofen Nummer 1 steht. Kochofen Nummer 2 steht. Ich glaube, ich hatte nur 4. Kochofen Nummer 3 steht. Dann machen wir dich jetzt als nächstes weg. So, da ich ja den sowieso nicht fertig kriege, habe ich dann hier schon mein Muster für die letzten zwei. Perfekt. Also wie gesagt, rauslaufen wird alles von unten passieren. So, die Pyrolyseöfen haben wir dann auch schon so weit vorbereitet, dass man die dann halt machen kann. Wie gesagt, klar, Gebäude muss natürlich vorher stehen. Und der Vorteil ist jetzt natürlich auch, wenn ich jetzt dann da hinten einen Zweierweg habe. Und ich habe auf jeden Fall hier auch ich hätte Wege, wo ich laufen, also wo ich machen könnte. Ich werde, beziehungsweise ich habe hier einen Riesenbereich. Der Riesenbereich wird dafür genutzt werden, dass dann die Kabel nach oben wandern. Ja, zufrieden. Gefällt mir so. Ja, haben wir hier den Bereich. Dann könnten wir sogar sagen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht sogar nur einen Weg. Aber ich könnte es dann hier oder beziehungsweise sogar. Nee, das ist auf. Da bin ich zu Hause zu. Ja. Da könnte ich vielleicht die Kabel entlang laufen lassen. Und noch einen Eingang bauen. Muss ich einen Eingang halt ein bisschen versetzen, da könnte ich dann das Kabel da entlang laufen lassen oder in die Richtung versetzen und da lang laufen lassen. Wie wir lustig sind. Also jetzt nochmal F9 drücken. Das ist einer. Ne, die sind geschlossen zusammen. Okay. Ich muss es doch gleich aufbauen, weil sonst wird kasserdummerduddel ich mich. Ja, aber wir können das Gebäude dann doch vielleicht dann auch hier. Ja. Ja, dass man es auch sagt. Ne? Ich gehe jetzt dann doch hier auch. Ja, Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Jetzt muss er nur verstehen, was ich meine. So, naja, da hätte ich jetzt dann hier zwei, na, könnte es dann hier ein Zweierweg machen, könnten wir jetzt dann da sozusagen meine Pipes nach oben verlegen. Finde ich klasse. Kann ich machen. Kann ich tun. Gefällt mir gut. So, ja. Das heißt, ich könnte das dann da noch Kochöfen oder hast du nicht gesehen oder schieß mich tot aufbauen. Wie gesagt, das Wood-Tar brauche ich auf jeden Fall auch noch. Das heißt, ich werde jetzt mir erstmal schnell noch den Weg hier reingraben. Dass ich nicht vergesse bis zum nächsten Mal. Man weiß ja nie, wann ich zum Aufnehmen komme. Wenn mein Computer halt Lust hat.
So. Perfekt. Das heißt, wir haben das auf jeden Fall auch so. Ja, da bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, kann sein, dass ich da auch mit Rand, also mit so Stein arbeite, dass das halt leider dann da nicht grün ist. Ich kann nicht alles grün machen. Nee, weil wie gesagt, das ist ja auch der Sinn und Zweck und darum wird auch, wie gesagt, das umgestellt, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Gemacht haben wir es noch nicht, klar, weil ich auch gleich immer wegen mehr Folgen aufnehme am Stück. So, das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wuttar. Kann ich das Wuttar noch anders herstellen, beziehungsweise ja, Tulun, ja, das ist jetzt halt wieder Distillerie. Das ist jetzt halt alles wieder Chemie. Und wie gesagt, auch im Chemiewerk wird irgendwann das alles in Distillation Towers vielleicht sogar noch verarbeitet. Weil ich kann nicht alles in die Raffinerie packen, weil dafür ist die Raffinerie dann doch zu klein. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall auch hingehen müssen. Und vielleicht auch mal schauen, ob mir an Cetan Boosted Diesel oder an Diesel oder was auch immer mal rankommen, dass man ja die Öfen da drin, die Öfen, die Generatoren da drin halt verbessert. Dass wir mehr Strom kriegen. Und wie gesagt, TNT müssen wir halt auch bald herstellen. Da wir ja, langsam aber sicher die ganzen Platten fertig kriegen, dass wir die Raketen weiterbauen können. So, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder ihr könnt auch gerne im Discord vorbeikommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.